Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute reden wir über die Polarlichter. Und somit hier die neuesten Infos zum Spiel. Viel Spaß! Natürlich ist die Info nicht ganz so neu, denn wer es bereits mit gut Glück schon Anfang Dezember hatte, braucht sich dieses Video, glaube ich, gar nicht wirklich angucken. Aber wir fangen jetzt einfach an mit Fakten, wie es früher war und so weiter. Denn ich dachte mir eigentlich, okay, es gibt bis jetzt noch kein deutsches Video, wo eine YouTuberin halt darüber redet und ja. Dann würde ich aber sagen, let's go. Neben Regen und Sonnenschein sowie Schneestürme gibt es auch Regenbögen und Polarlichter. Das Wetter in Animal Crossing ist halt einfach atemberaubend schön. Also sowohl in den ersten Teilen als auch in den jetzigen. Ebenfalls hat der liebe Danny gesagt, dass auf der Nordhalbkugel die Polarlichter Aurora Borealis heißen und auf der Südhalbkugel Aurora Australis. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Die Aurora bzw. Nordlichter sind ein natürliches Phänomen, das ab Animal Crossing City Folk am Nachthimmel auftritt. In Animal Crossing City Folk und Animal Crossing New Leaf sind die Nachtlichter in klaren Winternächten sichtbar und kann von 20 bis 22 Uhr gesehen werden. Und um 21 Uhr leuchten die Strahlen am hellsten. In Animal Crossing New Horizons ist das so ein bisschen anders. Dort erscheinen die bereits um 19 Uhr unter ähnlichen Bedingungen. Bedeutet auch, dass der Himmel wolkenlos und klar sein sollte. Diese bewegen sich dann von links nach rechts oder rechts nach links. Ich habe das nicht mehr so im Kopf, aber no joke, das sieht wirklich unfassbar schön aus. Wenn der Winterschnee am 11. Dezember neben Schneeflocken und Schneebälle vollständig am Boden haftet, kann es passieren, dass du die ersten Nordlichter auf der Nordhalbkugel sehen kannst. Denn ja, der Schnee reflektiert und dann kommt es überhaupt zu diesem wunderschönen Wetterspektakel, sag ich mal so. Jedoch musst du darauf achten, dass jede Insel ihr eigenes Wettermuster hat und du natürlich nicht für jede Insel einfach so bestimmen kannst, dass an dem und dem Tag das und das auch passieren wird. Neue Infos zufolge, also aus der Community, hat man aber auch gesagt, dass Polarlichter normalerweise ab 20 Uhr erscheinen, 21 oder 22 Uhr. Da kommt es natürlich immer auf die Insel drauf an. Sie sind gegen Anfang und Ende eher schwach und in der Mitte sehr stark und leuchten einfach unfassbar schön. Nach circa einer Stunde ist das Spektakel aber wiederum vorbei. Diese unfassbar schönen Lichter gehen circa eine Stunde. Aber zwischen 19 Uhr und Sonnenaufgang hast du halt die Möglichkeit, dass du da früher oder später Polarlichter sehen wirst. Deshalb kann es gut sein, dass du vermutlich noch nicht sowas zu Gesicht bekommen hast, da das Timing einfach noch nicht richtig war. Aber die meisten haben in den Kommentaren geschrieben, dass sie bisher nur eine Stunde oder maximal zwei Stunden die Polarlichter hatten. Also, wenn ihr das viel, viel länger hattet, schreibt es mal super gerne in die Kommentare. Und auch währenddessen schwärmen die Nachbarn einfach darüber. Also ein wunderschöner Dialog, den ich mir unbedingt ebenfalls durchlesen möchte. Um herauszufinden und vorherzusagen, wann du Polarlichter bekommst, gibt es eine schöne Wetter-App, zu der ich auch ebenfalls ein Video gemacht habe. Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Dabei könnt ihr, je nachdem wie viele Werte ihr schon eingegeben habt, herausfinden, wann es in Zukunft beispielsweise regnen, schneien wird oder aber auch Polarlichter erscheinen. Ich persönlich muss ehrlich zugeben, dass ich es in den älteren Teilen ein wenig schöner fand. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mir das noch alles zu, ja, flauschig ist, sage ich jetzt mal so. Ich kann es halt nicht so wirklich erklären. Aber prinzipiell fand ich es irgendwie in den anderen Teilen viel kräftiger und schöner. Aber naja, was haltet ihr davon? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und nun kommen wir zu den saisonalen Items. Zum einen kannst du die Tapete im Aurora-Stil, sag ich jetzt mal so, also im Nordlicht-Stil, dir kaufen für ca. 7000 Sternis. Möchtest du es verkaufen, bekommst du aber nur 1750 zurück. Die Tapete selbst ist bis zum 31.12. verfügbar und ja, bei der Südhalbkugel ist es so, dass du die vom 7.6. bis zum 6.7. dann haben wirst. Bei dem Wintersonnenwenden-Pullover ist das nämlich genauso. Der wird ebenfalls bis zum 31.12. auf der Nordhalbkugel zur Verfügung stehen und auf der Südhalbkugel ebenfalls von 7.6. bis 6.7. Den Midwinterpulli kannst du für 1200 Sternis kaufen, aber auch nur für 300 zurückverkaufen. Und dann würde ich aber sagen, danke an meine Mitglieder, die mich tatkräftig supporten und unterstützen, wie beispielsweise Hytopia, Humming Moon oder auch Aki the Panda. Und dann würde ich einfach sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.